Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Gegen Ende der letzten Folge ist mir leider die Aufnahme abgebrochen, aber ihr habt höchstens 30 Sekunden verpasst. Ich bin eigentlich nur hier reingekommen, hab gar nichts weiter gemacht, außer diese Leiche durchsucht und mich dann eine Stunde schlafen gelegt. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Und wir beginnen mit der Durchsuchung. Ah, nee, den Schrank habe ich noch durchsucht und da sind Socken drin. Und jetzt machen wir hier weiter. Best be prepared for anything. Noch einmal ein Schal. Ich habe mir überlegt, eigentlich jetzt wieder etwas Kleidung, wenn ich sie finde, mitzunehmen. Damit wir von unserer Kleidung, damit wir das alles wirklich auf 100% bekommen. Weil dann dürften wir echt sehr gut aufgestellt sein. Was die Klamotten... Was ist das? Naja, nehmen wir mit. Ist das jetzt der, den ich schon habe, oder ein anderer, ein besserer? Naja. Hier ist jetzt schon mal nicht so viel. Probably useful. Ah, apropos Wollmütze. Ich glaube, gesehen zu haben bei der Nachbearbeitung, dass ich keine Mütze mehr aufhabe. Kann das sein, dass ich die weggeworfen habe? Nee, doch, da habe ich sie noch. Okay. Gut, was ist das hier für ein... Also unser Wintermantel. Ich glaube, der hier. Der hat plus 3 und ist auf 99%. Wiegt allerdings auch viel. Wäre interessant zu wissen, weil der hat ja nur noch halbe Condition, wie hoch der da schützen würde, wenn er auf 100% wäre. Wäre wirklich interessant zu wissen. So, aber jetzt nehme ich erstmal noch diese Socken hier mit und ich glaube, hier sind wir auch noch mal ein paar Socken drin. So. Okay. Machen wir mit dem Schrank weiter. This stuff will come in handy. Das ist immer sehr gut, so oft wie wir von Wölfen angegriffen werden. Da brauchen wir jedes Mal Antiseptikum. Aber eigentlich möchte ich mich hier in dem Häuschen gar nicht so lange aufhalten. Ein halbes Kilo für Jeans. Nee, komm, die lasse ich hier. Okay. Okay, das können wir mitnehmen. Weil ich eigentlich weit unbedingt weiterkommen möchte. Nehmen wir nochmal Socken. Aha, und hier haben wir Boots. Aber nee, das Kilo lasse ich stehen. Obwohl es eigentlich gut wäre. Nee, wir brauchen das Leder. Nehmen wir sie. Und harvesten sie direkt. Ja, weil ich möchte... Das heißt, wir müssen eigentlich unbedingt weiterkommen, um das Gewehr zu finden. Wir haben übrigens äußerst Durst. Aber ich esse erstmal was. Das Pork. Und dann nehmen wir eine Soda. Und dann... Jetzt haben wir keine Dose zu trinken mehr. Ja, dann
schmeißen wir gleich mal die Candy Bar hier weg. Wir haben uns noch nicht einmal den Magen verdorben, ne? Wundert mich ein bisschen. So, Müdigkeit. Halb. Wir haben halb zwei. Suchen wir noch ein bisschen weiter. Nehmen wir auch mal das da mal mit. Ja, das ist unser Schicksal hier mit dem Pisswasser-Champagner. So, haben wir eventuell in dem Badezimmer auch noch ein First Aid Kit wieder? So, nee, ne? Schade. So, hier waren wir, hier waren wir, hier. Radio, was ist eigentlich mit den Radios hier? Da kann man so gar nichts machen. So, der Raum ist abgefertigt. Dann gucken wir, was haben wir im Ofen. Nicht so viel. Ja, wunderbar. Uhrzeit. Wir müssen uns dann auch jetzt mal überlegen, wo wir unser eigentliches Lager errichten. I'll take it. Oh, oh, sehr schön. Ja, wo wir uns eigentlich niederlassen. Es wäre ja schon gut, so ein Häuschen wäre ja unheimlich toll, wenn es hier eine Möglichkeit zum Kochen gäbe. Was haben wir hier? Nochmal mittens. Wir haben ein Cedar Fire. Gut. Wieder einmal ein Haus, wo wir scheinbar keinen Dosenöffner finden. Einmal leerer Schrank. Es ist so schade, in den Häusern hier gibt es so extrem viel Stauraum. Ach, guck mal. Ach nee. Ist ja bloß so ein Kamin, habe ich in den anderen Häusern übersehen. Okay, dann wird es dieses Haus. Weil ich denke, es liegt recht zentral. Dann wird es dieses Haus. Dann machen wir hier leer. Ich meine, dann richten wir uns hier ein. Machen die Taschen leer. Und holen von den anderen Häusern, wo wir jetzt ja schon Zeug zwischengelagert haben, holen wir den ganzen Stuff hierher. If I can drop any of this gear. Ja, so sollten wir tun. Wie viel passt denn in den... Auch 40 Kilo in den Kühlschrank, ey. Es ist ja unglaublich. So. Okay. Gehen da... Okay, dann hauen wir mal ab hier das ganze Zeug rein. So, dann haben wir noch 1,5 Liter. Und das nehmen wir mit. Da haben wir 300 Kalorien, 900 Kalorien, 300 Kalorien, nochmal 300. Das reicht eigentlich dicke. So. Welche Lagermöglichkeiten haben wir so hier um den Kamin? Eigentlich ja nur den Schrank. Aber der reicht ja auch. So, Materialien. Cedar Fire. Transfer all.
Oh, was das? Das Newspaper machen wir hier rein für Tinder. Fertig. So, dann machen wir hier einen Kleiderschrank. Nähzimmer. So, und rein damit. Und rein damit. Auch das, auch das. Auch dass wir schon wieder Klamotten mit uns rumschleppen. So, also, hier haben wir die fertige Kleidung drin. Dann machen wir hier Tools, das Kit rein. Und das Clothes und das Leder. Und hier das Scrap Metal. Haben wir noch etwas mit einem etwas größeren Ladevolumen, außer den Schrank? Hier auch 40 Kilo. Okay, gut. Dann kommen hier ungenutzte Tools rein. So, Refuel. Und Refuel. So, dann kann da, na, die hat 70%, die hat 47%. Dann lassen wir die gute mal da. Wo ist eigentlich mein Hunting Knife? Haben wir das verballert? Scheinbar haben wir das verballert. Oh, was könnten wir hier noch reinmachen? Die Rifle Muni. Und Wood Matches, Matches. Laterne nehmen wir mit, Hatchet nehmen wir mit. Wo habe ich eigentlich den Schlafsack gebunkert? Für den Notfall. Okay. Das First Aid. Ja, machen wir einfach in den hier. Antibiotika. Haben wir das hier schlechter? Da gehe ich jetzt mal auf alphabetisch. So. 60% Antiseptikum, 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 Antiseptikum. Das hier lassen wir da, lassen, behalten wir. Behalten wir zwei. Aber nur zwei Antibiotika. Wow, scheint so. Okay, dann lassen wir auch die. Diese hier da. Und das und das da. Und die Tabletten. Die sollten wir eigentlich auch hier lassen. Oder sie verwenden jetzt in naher Zukunft. Wir belassen sie mal am Mann. So, Klamotten sind wir auch. Das sind die ganzen Klamotten, die so schwer sind, ne? 3 Kilo. Viertel, halb Kilo, halb Kilo, halb Kilo. Nochmal 2 Kilo. Ja, das sind die ganzen Klamotten, die uns hier zu schaffen machen. Aber okay.
Jetzt können wir wieder 15 Kilo tragen. Tja, jetzt ist die Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, lassen wir... Gehen wir jetzt zurück, das andere Zeug holen? Oder... Machen wir uns weiter auf die Suche... nach nach der Knarre. Weil damit könnte unser Unternehmen stehen und fallen. Gucken wir erstmal nach dem Wetter. Wetter, Wetter, Wetter. Na? Lächerlich. Okay. Hier waren ja auch, glaube ich, noch andere Gebäude, die ich so aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ja. Aber natürlich, vor jeder Haustür gibt's einen Wolf. Townside. Wir werden wohl kaum ein Areal finden. Hängt da nicht irgendwo eine Knarre an der Wand? Wir werden wohl kaum einen vernünftigen Hauptlagerplatz finden. Ohne Wölfe vor der Türe zu haben. Es ist so eklig da mit dem... Mit dem Wasser hier. Mit dem Klowasser. Probably useful. Oh, auch wieder 4 Stück. Also die Karte ist sehr viel gnädiger als die andere. Hier gibt es so extrem viel Loot. Wenn ich da an die letzte Runde denke, da sind wir mehrere Tage herumgeeilt. Ohne auch nur halbwegs im Ansatz einen Bruchteil von dem zu finden, was wir hier in dem gleichen Zeitrahmen gefunden haben. I think I can use this. Ja, ich nehme es mal mit, die Jeans. Also ich glaube, wegen den Klamotten brauchen wir zu dem anderen Haus nicht. Also wir finden jetzt auch hier wieder jede Menge Zeug. Nochmal Boots. Das bringe ich, glaube ich, gleich direkt rüber, um es einzulagern. Liegt hier noch was drin? Nein, 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 nein. Da ein Radio. I know. Could end up being useful. Ja. Und nothing. Noch eine Zeitung. Ofen Nummer 3. Finden wir in dem was? Natürlich nicht. Würde mich interessieren, ob diese Uhr hier stimmt. Sie zeigt 5 vor 6. Nee. Auch hier kein Dosenöffner.
Okay. Wieder sehr viel Nahrung. Ach, ich habe mich jetzt auch übrigens auch schlau gemacht, was man an dieser Workbench da hinten herstellen kann. Wohl so etwas wie eine Art Falle. Ich nehme an, um die Hasen zu jagen. Weiß es aber nicht. Wäre jedenfalls interessant, um sich auch ohne das Gewehr dadurch eine weitere Nahrungsquelle anzuschaffen. Also verdursten tun wir auf dieser Karte nicht. Wir können noch 6 Liter mit den Tabletten reinigen. Finden in jedem Haus ein Klo, wo 1,5 Liter drin ist. So. Damit denke ich, haben wir dieses Haus abgefrühstückt. Dann schleichen wir uns mal raus und hoffen, dass der Wolf weg ist. Drückt die Daumen.